Willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar FIFA 15 Ultimate Team. Ja, ich habe mir jetzt endlich mal, oder endlich, wie manche von euch sagen würden, FIFA 15 gekauft, und wir sind jetzt hier bei den Vereinsnamen Einstellungen, einfach mein Kanalname und das Kürzel dazu. Das nehmen wir. Und schon ist da unser jetzt, Anfangsteam. Da du dein Eröffnungsspiel bestritten hast, wird es Zeit, deinen eigenen Verein zu übernehmen. Du kannst deine Mannschaft verbessern, indem du Partien absolvierst, um Münzen zu verdienen. Ja gut, ich habe ihn mal unterbrochen. Ich baue einfach mal die Goldspieler hier ein, ob das dann was für die Chemie bringt. Weiß nicht, aber ich baue auf jeden Fall mal die Goldspieler damit ein. Ja, hier mal die ganzen Tutorials. Also das ist jetzt erstmal unsere Mannschaft. Und was ich vorhab. Ach, ich muss jetzt mit der Mannschaft spielen, okay. Dann erstmal noch zu meinen Plänen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ich will unbedingt ein Bundesliga-Team machen. Ganz ordentliches halt. Was ich halt so zusammengesammelt krieg. Muss ich mal schauen. Und als zweites Team habe ich. War ein Wunsch von einem Kumpel. Den habe ich jetzt. Den übernehme ich. Ich baue mir ein Irland-Team dann mit McGeady und Co. Um dann, wenn der St. Patrick's Day kommt. Ich weiß nicht, wann der ist, aber mein Kumpel meinte irgendwann Mitte März. Dann kommt da immer das St. Patrick's Day Turnier, dass wir dann mal gucken, dass wir das vielleicht gewinnen können. Auf jeden Fall, ja. Was gibt's beim Shop? Ein Gratis-Set, so wie es aussieht. Ja. Mal schauen, was da so rauskommt. Ja. Muss jetzt halt am Anfang erst wieder durch die ganzen Tutorials hier durch. Ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt so wirklich brauche. Ich glaube, ich verkaufe die einfach mal, dann bekommen wir ein bisschen Gold, bisschen Geld. Ja. Gut. Demnach geht's los mit unserem ersten Spiel in der Online-Saison. Liga 10 logischerweise, weil ich ja noch nicht gespielt habe. Los geht's. Ich guck noch mal kurz, ob ich irgendwo noch einen besseren Spieler habe, aber ich glaube, das ist schon so ziemlich das Beste, was hier auf dem Platz ist. Der könnte hier noch hin, dann haben die wenigstens eine orangene Verbindung, die beiden. Ist ein Rechtsverteidiger und ist der eigentlich. Naja, ich muss mich da nochmal grundlegen. Das sind ziemlich viele Engländer, wie mir scheint. Ich baue einfach jetzt mal vorerst mal die Engländer hier rein. Das ist ja letzten Endes dann, glaube ich, ziemlich egal, ob jetzt hier Engländer. Naja, um das Team können wir uns dann noch kümmern. Aber hier hat es jetzt eben ziemlich viele Engländer. Die will ich halt mal kurz alle hier mit einbauen, weil dann wird die Chemie ziemlich gut. Auch wenn dann die Teambewertung nicht mehr so geil ist. Ja, gut. Das waren jetzt alle Engländer, die ich irgendwo in eine gute Position setzen könnte. Da ist noch ein Schotte und ein Nigerianer. Und der eine Stürmer ist auch noch und der Torwart ist ein Deutscher. Aber was würde passieren, wenn ich den jetzt dahin tue? Klar, der ist. Ja, ich lasse den Goldspieler da drüben. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Spiel. Ich werde so jeden Part ein Spiel machen und dann ein bisschen außenrum Programm halt, Spieler kaufen, verkaufen, Team umbauen, irgendwie sowas. Ich muss aber noch gucken, ob ich die Spiele dann ganz lasse oder irgendwie zusammenschneide. Muss ich noch gucken, was habe ich überhaupt für Trikots. Ganz schicke, da müssen wir uns dann auch demnächst mal drum kümmern. Ich kann da eh noch nicht viel machen, was Team umbauen oder so angeht. Ja gut, ich habe so das Gefühl, wir könnten verlieren. Kann aber auch gut sein, dass wir gewinnen. Muss jetzt mal gucken, wie ich so zurechtkomme mit FIFA 15 und ja.
Mal schauen. Es ist das erste Spiel dieser Saison und sie werden natürlich keinen Fehlstart hinlegen wollen. Es geht los bei Null. Also die Atmosphäre im Stadion, da stellen sich ja die Haare senkrecht, da geht doch einfach nichts drüber. Ja, wir können gleich loslegen. Ich muss nur gucken, ich habe keine Ahnung, was die für Werte haben. Ich kenne die ja alle nicht. Flanke, komm. Kopfball. Schade. Jetzt soll ich aber aufpassen, dass ich wieder nach hinten komme. Ups. Und das sieht nach einer guten Torschance aus. Ach. Ich bin das noch gar nicht gewohnt, dass man, wenn man da schon ein bisschen rampelt, dass es auch gleich Freistoß gibt. Das war bei FIFA 14 nämlich gar nicht so. Das tut der so nervös. Dass er einfach nur vorgehen. Der wackelt halt da hin und her. Oh, wie knapp. Ich habe so das Gefühl, ich werde das ein bisschen überrannt. Aber seid gnädig mit mir, das ist mein erstes Ultimate Team Spiel. Da stand noch einer auf der Linie rum. Ich habe Glück gehabt. Komm wieder. Sehr schön. Sehr gut. Ja. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier und das alles. Das sehen wir deutlich in der Wiederholung. Ich muss vor allem hinten aufpassen, weil sonst rennt er mir, glaube ich, die Bude ein. Aber wie gesagt, erstmal ein Bundesliga-Team als Ziel und dann, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, weil die irischen Spieler sind ja jetzt nicht allzu teuer, dann noch ein Irland-Team dazu bauen. Für eben das St. Patrick's Day-Turnier, wie ich schon gesagt. Ja. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich das Spiel hier gut rumkriege. Und dann war es das auch schon wieder für diesen ersten Part für FIFA. Komm. Ja, ich hab's zu langsam. Alter. Das ist ein bisschen leichtsinnig, scheint mir. Oder er hat es total unter Kontrolle. Kontrolle und das ging gerade ein bisschen schief, ich weiß ja nicht. Komm. Schade. Wieder vor damit. Also gucken, dass wir vorne auch mal was gebacken kriegen. Das war gerade eben schon nicht schlecht. Ja, das war gerade eine zu viel. Komm, schieß. Schade. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Das war gerade ein bisschen arg einfach, hatte ich so das Gefühl. Das war aber auch schön einfach. Ich muss mich dran gewöhnen. Bei FIFA 14 war es so, dass wenn man einen Steilpass gespielt hat, dass er nicht unbedingt in Lauf kam. Jetzt mache ich es aus Versehen. Halt als Steilpass anstatt normaler Pass. Und diesmal kommt er halt jedes Mal irgendwie in Laufen. Deswegen kommt meine Stürmer gerade mit an. Mal gucken, dass ich mich da eingewöhne. Ja, ich dachte, er läuft, aber dem war nicht so. Castro. What more? Der scheint mir recht schnell zu sein, der Junge. Ich weiß nicht, ob ich nicht bewusst geguckt, was meine Außen für Pace-Werte haben, aber der ist zumindest nicht der langsamste. Zum Glück ist da keiner in die Gasse gelaufen. Ich weiß, wieder problematisch gewesen. Komm, mit. Das sind immer zu schnell, so viele. Kann man gar nicht probieren, sich irgendwie durchzuwursteln. Ey.
übel weggecheckt. Ich weiß nicht, ob man das nachher im Video so extrem sieht. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich mein erstes Spiel, was gerade was so eine halbe Stunde gespielt, mein Spieler fängt schon an rumzustressen. Gleich mit der erste Gelbe. Naja. Passiert. So, denn ich dachte zumindest, wir haben ihn, aber ja, gut, immerhin Freistoß jetzt. Ja, ich muss mal sagen, mein Torwart tut mir leid, weil das Trikot ist echt hässlich. Das war richtig hässlich. Jetzt kommt, oh, der Pass war schlecht. Und wenn der Pass gut kommt, hätte was draus werden können. Ja, immerhin soweit bin ich schon mal Optimist. Irgendwann wird es funktionieren. Vielleicht nicht unbedingt jetzt im ersten Spielfeld, dann nicht unbedingt in der ersten Saison. Aber dann so langsam dürfte es dann irgendwann mal funktionieren. Ja. Jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die bekommen. Entscheidung des Schiedsrichters. Ja, sieht so aus. Was Freistöße angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das bei mir immer so ein Zufallsexperiment, was da rauskommt, weil ich mich nie wirklich damit befasst habe, wie man Freistöße schießt, was da alles für Kniffs und Tricks gibt mit Zusatz. Oh oh. Ja, gut. Es war ja irgendwie abzusehen. Aber immerhin schon mal stark, dass er den ersten gehalten hat, mein Torwart. Das finde ich bei FIFA auch. Für den Angreifer ist lustig und eine Möglichkeit für den Verteidiger ist doof. Dass die Sechser dann nach dem Anstoß direkt immer so extrem zur Seite gehen. Aber, ja gut, jedes Spiel hat irgendwelche Macken, glaube ich. Es gibt, glaube ich, echt kein Spiel, wo es nicht irgendjemand gegeben hätte, der dran rummotzt. Und den Vorteil hätte er echt laufen lassen können, weil... Hä, hey, was macht er denn? Was macht der Schiri? Jo, der Schiri läuft in... der Schiri läuft gerade eine 8. Ja. Und ich kann nicht auf Pause drücken. Hallo? Jo. Geil. Erstes Spiel und direkt. Ja gut, jetzt hat mein Gegner auf Pause gedrückt. Die Frage ist, was bringt das jetzt? Also aufgeben werde ich nicht. Er kann dann gerne auf Pause drücken, aber das wird ja wohl auch nichts bringen, oder? Doch, jetzt... Hä? Jetzt holt sich mein... Ja! Jetzt holt sich mein Spieler den Ball. Jo! Geil, erstes Spiel direkt läuft der Schirin in der 8. Oh. Ich habe aus Versehen auf A gedrückt. Scheiße. Ich wollte eigentlich RT halten und dann gucken, was ich für Schützen habe, aber dann habe ich wohl aus Versehen auf A gedrückt. War es dann Xbox-Controller, mit dem ich spiele, halt passend. Und dann kam das raus, was ihr da gesehen habt. Ja, was interessant wäre, ist, ob ich jetzt noch schaffe, da zurückzukommen oder nicht. Also, muss ich mal schauen. Komm, 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 komm. Nee, ist zu weit. Hm. Aber ganz schön knapp. Castro. So, den habe ich. John Utaka. Ja. Hey, meine Spieler in Ruhe. Gibt's doch nicht. Hey. So,
Und da haben wir wieder das Bällchen. Da sollte er aber eigentlich nicht hin. Das war mal ganz schlau. Ich glaube, es sollte mehr über außen machen wie Itaka, weil er doch recht schnell ist. Die Frage, das Problem ist ja dann, ich habe niemanden in der Mitte. Kein Abnehmer. Er ist selbst verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und, schnell weg damit, bitte. Nein, wohin denn? Was macht er denn? Nicht sein. Puh. Was macht der Verteidiger denn? Ich meine, wie das ist ja typisch FIFA. Drückt zum Ball hin, der macht so komischen dummen Ausfallschritt, wenn mein Torwart nicht rechtzeitig hochgekommen wäre. Hätte ich das zweite kassiert, nur dank einem wunderbaren, altbekannten FIFA-Problem. Castro. Auch wenn man sagen muss, er ist nicht so gut und sein Team auch nicht. Aber ein Punkt könnte schon noch drin sein. Sollte noch drin sein. Und dann im nächsten Part muss ich mal gucken, wenn wir so günstiges, aber also halt irgendeinen guten, aber sehr günstigen Bundesligaspieler einkaufen können, dass unser Team ein bisschen mehr an Qualität gewinnt. Komm, Itaka über außen. Ach, ich wollte eigentlich abbremsen, habe aber das klingt vergessen, Sprint loszulassen. Demnach hat es nicht funktioniert. So sieht das und das habt ihr auch mal wieder gesehen. Ja gut, da wird er wohl nicht drankommen. Aber den Abpraller habe ich wieder. Ich sollte aufhören, die ganzen Steilpässe zu spielen. Ich bin jetzt noch von 4:14 gewohnt. Ja, ich einen Schritt weiter vorne bin und kann ich schießen. So ging das leider nicht. Jetzt muss ich aufpassen. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Hey. Komm jetzt. Ich tue mich gerade echt schwer, aber es ist auch schwer, könnt ihr mir glauben, mit nur Bronzespieler und einem Goldspieler, glaube ich, das ist nämlich Itaka. Es ist nicht so leicht. Zumal, wenn man FIFA 15 gerade zum ersten Mal, also Ultimate Team spielt. Komm schon. Ja, der Bogen war ein bisschen zu weit, glaube ich. Ja, ich glaube, da war der Verteidiger mal dran, oder? Ja. Jawohl! Torjubel, muss ich sagen. Kann ich auch noch nicht auswendig. Ich wollte es auch nicht wegklicken. Das war schon ziemlich knapp der Kopf, weil dachte ich mir, er hätte schon das Potenzial reinzugehen, aber dann hat er ihn im Fall noch reingehauen. Und dann für ein Watmore in der 79. Spielminute. Sehr schön. Das wäre immerhin schon mal ein Punkt, wenn es denn so bliebe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt riskieren soll, da aufzumachen und eventuell noch das zweite zu kassieren, oder ob ich, damit hätte ich dann halt die Chance, noch eventuell 3 Punkte zu holen, indem ich noch ein Tor mache. Aber muss ich mal schauen. Ich glaube eher nicht mehr. Lieber ein Punkt als das Risiko auf keinen. John Utaka. Mal ein bisschen Pace an der Seite. Sehr schön. Komm ab in die Mitte damit. Ja, zum Torwart. Sollte ich aber hinten echt aufpassen. Achtung, hier bei
sehr schön Ball gespielt und ab nach vorne. Ich mich da vorne am Durchwursteln bin. Einwurf jetzt. Einwurf. Und wenn ich aufmerksam war, mein erster. Hallo? Nein. Nein. Ach, nein. So, ey. So, jetzt gehört verboten. Ach, nein, auch. Das ist doch doof. Nicht so angestrengt, so gequält und dann sowas. Na, ist ja noch nicht vorbei, oder? Ach, schade. Was allerdings schön gewesen wäre, wenn ich jetzt noch ein Tor gemacht hätte. Aber ich glaube, das wird nicht mehr gehen. Ja, da ist auch rum. Erstes Spiel, erste Niederlage. Ja gut. Auch wenn es recht knapp war. Letzten Endes hatte er das bessere Team. Ich will es nicht aufs Team schieben, aber gut. Ich kann es auch teilweise auf mich schieben. Gut. Das war's. Wie viele Münzen gibt es denn? 389. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht. Weiter geht's. 0 Punkte. Ja gut. Wir brauchen 9, also 3 Siege für den Klassenerhalt und nein, für den Aufstieg und ja. Wir haben eine Aufgabe erledigt. Wo sind denn die Aufgaben? Muss kurz suchen. Weiß es nämlich nicht. Da ist das jetzt gelandet. Einzelschauspiel, ja, das haben wir gemacht. Eine Mannschaft mit 100er Chemie, ja, das dauert noch. Ja gut, wir könnten jetzt mal gucken. Nein, das machen wir im nächsten Part. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um ein bisschen Aufpushen von unserer Mannschaft. Ja, ich baue hier nochmal Quist ein. Der ist einfach schon ein bisschen besser. Ja, ansonsten lasse ich das Team mal so. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao Leute.